Nachtrag von heute Morgen. Man muss schon besonders hervorstechende Merkmale haben, etwa die eines Adonis, Dorian Gray, oder eines satyrischen Pans, Megaphaloi, wie Rocco Siffredi, um das Reale und vor allem dessen Trägerinnen, die Leiblichen, ein wenig zu beeindrucken für ein kurzes Weilchen. Denn selbst das graviert sich nicht dauerhaft ein. Und nach dem Stelldichein fegt ein schallendes Regenschaudergelächter die Spur im Sande wieder hinweg.